Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 36. Spieltag, an dem der SSV Jahren am morgigen Samstag um 14 Uhr gegen die SV Elversberg antreten wird. Bei mir wie immer unser Cheftrainer Thomas Stratos. Thomas, sprechen wir über das morgige Spiel und wie immer am Anfang über deinen Kader. Welche Spieler stehen dir zur Verfügung im Vergleich zum Kiel-Spiel? Kehren Neunaber und Franziskus nach ihren Sperren wieder zurück in den Kader und auch Jimmy, der krank war, dürfte morgen wieder dabei sein, oder? Ah, das hast du auch vergessen. Ah ja, stimmt. Oh, ja. Wenn er das hört. Ja, wenn er das hört, dann kommt sag er wieder zu dir kommen. Sag ihm das nicht. Doch, doch, das mache ich. Aber ich habe das große Glück, dass morgen, bis auf Omas, der ist leicht angeschlagen, er hat zwar mittrainiert, aber sonst sind alle fit und ich kann aus dem Fallen schöpfen. Okay, schauen wir auf den Gegner. Elversberg steht auf dem 17., also dem untersten Nicht-Abstiegsplatz mit 38 Punkten und einem Torverhältnis von 31 zu 50. In den letzten 7 Spielen hatten sie 3 Unentschieden und 4 Niederlagen. Allerdings zuletzt ein 1:1 gegen Tabellenführer Heidenheim und auch Thomas vom Hinspiel her wissen wir, dass wir die nicht unterschätzen dürfen, oder? Nein, das auf keinen Fall. Es ist eine gute Truppe, eine gute Mannschaft, aber von den 31 Toren haben wir 3 kassiert in Elversberg. Das vergisst man nicht so schnell. Es fällt einem wieder auf oder ein, weil wir ja morgen eben den Gegner haben. Das heißt, wir müssen das gut machen. Das ist eine Mannschaft, die wir im Spiel nicht gut gespielt haben. Wir haben uns nicht gut präsentiert dort. Und ja, da haben wir morgen ein schönes Spiel. Also klare Zielsetzung, es soll ein Heimsieg erfolgen. Ja, es ist für uns ganz klar. Wir spielen zu Hause, wir haben die letzten Spiele, wollen uns gut präsentieren. Und dann zählt ein Sieg, ist für mich ganz wichtig. Ich habe auch letzte Woche in Kiel, du warst dabei gewesen, mich Carsten eben versprochen, dass wir gewinnen wollen. Thomas, vielen Dank, das war's von mir. Dann übergebe ich die Fragestellung an Heinz Reichenwalder von der Mitteldeutschen Zeitung. Thomas, nachdem wir im Hinspiel 1:3 verloren haben, ihr habt das gesehen, durch beide Tore, glaube ich, wenn ich mich noch recht erinnere, ja. Kann man sagen, dass noch Erreichungen zu bejagen sei? Du bist es auf jeden Fall, wenn du ein Spiel verloren hast und man weiß eben, wie es abgelaufen ist. Es war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Nur sie haben eben auf einer Seite einen Spieler gehabt, der 3 Tore erzielt hat. Der hat die Qualität, das Können einfach aus wenig viel zu machen. Und wir haben nicht die Möglichkeiten gefunden, nicht die Chancen gesehen, den Ball, ich sag mal, an der Abwehr vorbeizuspringen, die für uns eigentlich ideal gestanden haben. Aber wir waren an dem Tag eben, naja, nicht mit offenen Augen, sondern ein bisschen blockiert gewesen. Okay. Du hast die glückliche Situation, dass du fast aus dem Vollen schöpfen kannst. Also nehmen wir mal den Dressler mit. Der trainiert schon mit der Mannschaft? Er trainiert halb mit der Mannschaft. Das heißt, wir bringen ihn langsam an. Wir wollen ihn nicht, wir wollen sehen, dass er fit ist, wenn er vielleicht in der nächsten Woche vielleicht spielen kann. Ja, gleichbedeutend ist es, dass du die Qual der Wahl hast. Ja. Also würde sich etliches verändern, gehe ich mal davon aus, Neunaber kehrt wieder in die Viererkette zurück. Es ist möglich, also der Leipzig hat es gut gespielt. Ja. Und Mario ist eben durch seine Erfahrung, durch seine Sicherheit, die letzten Spiele ist schon wichtig für mich. Natürlich müssen wir schauen, wie wir vorne spielen. Auch wir mit Gino Windmüller, der seine Aufgaben bis jetzt oder immer, wenn er vorne gespielt hat, sehr gut gespielt hat. Er macht es souverän, hält den Ball durch die Größe. Passt das vielleicht auch morgen zum Gegner? Ayers ist da, Jimmy ist wieder da. Also es ist vieles möglich. Darum muss ich nochmal genau hinschauen. Spielt der Windmüller vorne? Würde das bedeuten, dass irgendeiner aus dem Quartett zwischen Patrick Müller, Murovic, Ausmann, Amitschaibo vorerst auf der Bank Platz nehmen müsste? Richtig. Wer wäre das? Gute Frage. Habe ich noch keinen. Oder ich schaue mir das Training nachher an. Ich denke, die Entscheidung fällt morgen Vormittag. Aber es ist einer von denen, ist klar. Aber es gibt auch einen oder anderen, der auch beim Training gut trainiert hat. Ja. Das heißt, da überlege ich auch schon, vielleicht den einen oder anderen mal die Chance zu geben. Ja. Wer trainiert von den sonstigen Ersatzleuten im Moment besonders gut? Ruben Pop hat sehr gut trainiert. Okay,
vom 23er Kader muss man den Rest jetzt wegziehen, bleiben 22 übrig, die voll einsatzfähig sind. Das würde bedeuten, dass vier auf die Tribüne setzen muss. Richtig. Aber weißt du schon wen? Ich weiß schon wen, zwei oder drei Spieler, aber die werde ich hier nicht bekannt geben. Erst erfahren es die Spieler von mir und dann ist es. Unter der Woche waren drei Testspieler da. War da ein interessanter dabei? Der Mittelstürmer, der, ich glaube, Harris. Ja. Der Albaner, gerne. Deutscher Albaner. Richtig. Ja. Ja. Hatte die richtige Statur, machte sich am ersten Tag gut, aber er war es natürlich nicht gewesen. Er hat immer trainiert dreimal in der Woche und dann hat er eben viermal in zwei Tagen trainieren müssen. Und dann hast du natürlich gemerkt, wie schnell er müde war. Am ersten Tag war es gut, danach wurde es ein bisschen schlechter. Die anderen beiden haben sie gute Jungs, aber ich denke nicht, dass sie hier zu passen. Ja, haben sie nur bedingt empfohlen. Nur bedingt. Okay. Du hast dem Carsten Einzel versprochen, dass du ihm hilfst, dass du Elversberg schlagen wirst. Na, erstens ist es sowieso klar, dass wir Elversberg schlagen wollen. Wir haben ein Heimspiel. Darum fiel es mir auch sehr leicht, das zu sagen. Wir schauen natürlich auf uns, dass ich da in dem Moment da gesessen habe und auf so eine Frage oder selbstverständlich sage, klar gewinnen wir, aber das hat nichts mit Carsten Einzel zu tun. Wir spielen unser Spiel, wir spielen hier für uns und wir wollen die Punkte haben. Wir haben am Samstag eine Situation, die glaube ich in dem Spiel ja noch nicht gegeben. Es sitzen de facto zwei anderen auf den verschiedenen Bänken, nachdem der Roland Seitz, ich weiß nicht, ob du das weißt, der war schon mal Jandrein. Das hast du mir schon erzählt. Ja, 1998, für die Speckegorner, sage ich mal das. Ja. Ich weiß das ja nicht, ich brauche die Steuerzeitung. Ja. Und der Wiedersehen gibt es ja mit dem Keeper, mit dem Kronen, der hat einen kleinen Vertrag bei mir, so, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Also Roland Seitz kenne ich, als ich in Siebenbrück gewesen bin, die Jahre in der Regionalliga, haben wir oft gegeneinander gespielt. Das heißt, er in Trier, ich in Siebenbrück. Das waren interessante Spiele. Das heißt, wir kennen uns schon, wir wissen, wie der andere funktioniert, wie der andere spielt. Ja. Das passt schon gut zusammen. Okay. Eine persönliche Frage an dich. Ja. Wie fühlt man sich als Trainer, nachdem man weiß, das ist das vorletzte Heimspiel, wo man die Mannschaft betreut? Ja. Ich bin ja Trainer bis zum 30.06. Ich habe jeden Tag Spaß mit meinen Spielern. Und wenn du das Training sehen würdest, würdest du sagen, da ist nichts davon zu erkennen. Das heißt, da ich sowieso vom Fußball komme, zählt immer nur das Spiel, die Woche, der Tag. Und ich freue mich auf jedes Spiel. Das heißt, morgen ist ein Spiel und ich habe eine leichte Aufregung, wie ich sie jeden Freitag habe. Denke darüber nach, was ich machen muss, um das Spiel morgen zu gewinnen, weil hinterher ist immer, wenn ich Roland Seitz kenne, muss ich mir auch danach die Hand geben. Ich hoffe, dass er mir gratuliert. Thomas Hessling, bitte. Frage 1, Ernst Wiebel von Fokus Regensburg. Wenn man weiß, die Saison ist mehr oder weniger gelaufen. Ich weiß jetzt mit dem Ergebnis, ein bisschen gewünscht hat vom Tabellenplatz oder auch nicht. Muss man die Mannschaft dann nochmal extra motivieren, damit auch diese letzten Spiele dann noch mit richtig Elan angegangen werden? Die Frage kommt ja öfters. Ja, es ist auch die Frage, wenn man 45 Punkte erreicht oder ich gehe nie davon aus, dass ich eine gewisse Punktdifferenzzahl erreichen will, sondern ich gehe immer von Spiel zu Spiel. Also wenn ich jetzt morgen oder heute beim Training da eine Mannschaft zusammenstelle und sage, wir spielen 10 Minuten gegeneinander, dann ist das ein Spiel, was gewonnen werden will von jedem einzelnen Spieler. Das erwarte ich auch von dem Spieler. Darum stehen sie auch auf dem Platz. Wenn ich das nicht sehen würde, dass sie genau den gleichen Einsatz, den gleichen Ehrgeiz und alles
und dann würde ich dazwischen gehen. Das heißt, dann würde ich sagen, Jungs, sagt es mir, dann bleibe ich morgen zu Hause. Weil ich sitze hier auch auf der Seite, ich bin ja der Zuschauer, der am kritischsten ist. Ich gucke dahin, ich schaue auf jede Bewegung meiner Spieler und bin 100% ab. Jetzt weiß man von dem einen oder anderen Spieler, dass er keinen neuen Vertrag bekommt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Berücksichtigt, dass der Trainer schon bei der Aufstellung oder beim Training schon mit einem besonderen Augenmerk auf den einen oder anderen Spieler, wie der sich verhält? Ich schaue ja schon seit Wochen hin. Das heißt, die Spieler sind in Verhandlungen oder nicht in Verhandlungen oder in Gesprächen oder der eine oder andere natürlich Angst, dass er im Sommer irgendwie keinen Job hat. Aber das sind Dinge, die ich nicht berücksichtige. Das heißt, ich erwarte eine Leistung, ich erwarte ein Training und darauf ist es natürlich ausgerichtet. Natürlich kennst du den einen oder anderen Spieler, ein bisschen labiler ist, dann bist du ein bisschen vorsichtiger. Alles okay. Aber ich erwarte trotzdem eine 100% Leistung. Die erwartet jeder von mir auch. Und das ist eben Fußball so. Das sind normale Dinge, die jedes Jahr in dieser Phase eben sind. Für mich einfacher als für meine Spieler, da sind junge dabei, aber sie gehen sehr, sehr gut damit um. Es war es in verschiedenen Spielen dieser Saison so, dass viele Chancen herausgespielt wurden, die Tore dann nicht so gefallen sind, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Kann man jetzt die letzten drei Spiele nochmal mehr Offensivfußball erwarten als eh schon zum Teil? Na, wir werden, ich glaube, wir sind die Mannschaft in dieser Liga mit den meisten Torschancen. Ich glaube, es gibt keine andere Mannschaft. Wir spielen morgen gegen eine Mannschaft, die hat 30 Tore erzielt, wir haben 50 Tore erzielt. Wenn wir die beiden Mannschaften mal vergleichen sollten, dann setzen wir uns mal hin und nehmen die Spieler auf der Elversberger Seite und nehmen die Regensburger Jungs, dann würden wir einen großen Unterschied feststellen. Da ist viel, viel Qualität, ich sage Qualität nicht in dem Können, sondern in dem, was sie vorher gelassen haben. Und wir sind die Mannschaft mit den jungen Spielern, erarbeiten uns Chancen. Natürlich sind nicht alle Tore oder alle Chancen drin. Wir stellen sich vor, wir würden jeden mal reinmachen. Dann wäre es ja fürchterlich. Dann werden wir ganz woanders stehen. Und das ist im jetzigen Moment ist das schön. Und vor allem für die Zuschauer. Wir haben, ich glaube, das eine oder andere Spiel gehabt. Da ging es hin und her. Wir haben Bälle verschossen. Und das Raunen ging durch die Zuschauer. Es war super schön gewesen. Und wenn dann natürlich, was leider nicht passiert ist, am Ende 1-0 oder 2-0 gewinnt, sondern zieht es am besten. Das ist auch nicht schön. Aber ich glaube, das Spiel lebt, oder Fußball ist einfach Chancen. Es sollen natürlich auch Tore fallen, aber wenn sie dann eben nicht aus bestimmten Gründen fallen, wie bei uns eben, dann komme ich da nicht klar. Weiß ich, der Aufwand ist da, das Laufen ist da, die Bereitschaft ist da und das tut schon gut. Gibt es dann spezielles Training auch noch zusätzlich, wenn man weiß, die Chancen werden oft nicht so verwertet? Gibt es ein spezielles Torschusstraining, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu forcieren? Ich mache es schon, ja. Also ich trainiere schon sehr, sehr oft kurze Bälle, dass man eben vorm Tor, die Torhüter beschweren sich, weil sie aus 3-4 Metern abgeschossen werden. Ich sage, jetzt kommt eben das Training nicht für die Torhüter, sondern für die Spieler. Da kommt eine Flanke, ein Pass, 4-5 Meter vor das Tor, eine Aktion, die dann eben nur für die Spieler ausgelegt ist. Ich musste diese Woche, also ich war in Augsburg gewesen, habe beim Training zugeschaut. Und dann ist es ein ähnliches Training. Das heißt, der Ball kommt von links oder rechts, wird reingespielt. Und das habe ich meinen Spielern gestern erklärt. Ich habe zu ihnen zugeschaut. Und dann kamen 10 Flanken, ein Tor. In Augsburg kommen 10 Flanken, 11 Tore. Also können wir morgen Tore erwarten? Wir können Tore erwarten. Das heißt, jetzt werden die 10 Flanken kommen, dann schauen wir. Okay. Thomas, eine letzte Frage noch. Ja. Der Elfmeterschütze wird gewechselt, oder? Diesmal. Mario sollte auf dem Platz stehen, ja. Mario schießen, sonst schaue ich mir, wer noch übrig bleibt. Eins ist auch wieder da. Ist auch wieder, wenn er auf dem Platz steht. Hätte ich meinen Fauxpas wieder gut gemacht. Am Anfang. Welchen? Ajax gegenüber. Ach, ich weiß nicht. Ich habe auch schon nicht, aber das akzeptiert. Sprechende Haare. Okay. Gibt es noch Fragen zum morgigen Spiel? Schön, wenn das alles beantwortet. Dann vielen Dank für das Erscheinen zur heutigen Pressekonferenz und wie immer danke auch fürs Zuschauen auf JahnTV.